So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Explorers. Ich baue hier mal ganz gnadenlos direkt weiter. Wir haben ja durch den Patch 083 die Basis mal wieder verloren und jetzt bin ich gleich dabei mit ein wenig neuem Design vermutlich den ganzen Spaß wieder herzurichten. Und da schauen wir doch mal, wie wir das genau machen. Ich bin noch nicht so ganz mir im Klaren darüber, oder muss man noch ein bisschen unterfüttern? Sonst fällt uns hier jemand vom Fle von der unten drunter. Nicht, dass wir da hier Kellerasseln oder diese Dark Creatures unten drunter bekommen. Dann haben wir gleichzeitig noch unsere Repair Machine. Ich baue das, glaube ich, jetzt einfach mal hier alles ziemlich straight zusammen. Das ist unser, sozusagen unser Zentrum. Machen wir das dahin. Machen wir die technische Abteilung für den Spaß. Wir machen wir mal eine technische Abteilung auf die Seite. Und die Repair Machine kommt dann. Ich glaube, da muss ich doch erstmal ein bisschen mit der Holzspachtel hier wegkratzen. Das nicht, dass es das hier noch irgendwie versehentlich irgendwie nach oben gebaut wird. Ja, das ändert sich halt, wie gesagt, alles mit jedem Mal ein bisschen. Irgendwann wird ja mit Sicherheit sowas wie eine vernünftige Basis bei rumkommen. Komm, geh mal schon zur Seite. Und vor allen Dingen, ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass irgendwann nicht wieder alles resettet wird, dass es hier ganz normal weitergeht. Ja, das ist, glaube ich, auch das Ende. Irgendwie verdrückt. Da möchte ich gerne weitermachen. Die Sachen möchte ich gerne auf dem Boden haben, also auf dem Ground Level haben. So, vielleicht ziehe ich dann die Gebäude, ich weiß auch nicht genau, nach oben mit hinterher. Jetzt hier, dann hebt die ab. Ich glaube, ich muss hier tatsächlich noch mit. Na, wo ist ein Gerät? Da. So, B. Bisschen Dreck wegschaufeln, der hier auf der Erde rumliegt. Das. Ist hier aber auch ein Dreck. Ich habe mir gestern darum, dass man nicht zu hoch baut und solange man noch sieht, wo denn hier was ist. Können wir das auch ganz gut so weitermachen. So, dann wird nämlich das hier, so hätte ich mir das mir jetzt gerade vorgestellt, so ein bisschen das Koloniezentrum. Quasi von hier aus dann alles außenrum anbauen. Deswegen sollte das der Teil auch ein bisschen offener werden. Nee, bitte damit. So, und jetzt kriegt man den. So. Universo. Dann aber auch gleich noch mal hinterher. So. Für alle Fälle.
Genau. Und nun bauen wir mit ein wenig Alu. Kann man das jetzt eigentlich? Ah, sehr schön. Dann bauen wir hier. Dann hätte ich nämlich später gern an dieser besonderen Stelle mal eine Türe drin. Ich weiß ja noch nicht mal, wie groß die genau sind. Geschweige denn, woher man sie bekommt. Ich weiß nur, ich hätte gerne eine. Deswegen machen wir ganz prophylaktisch hier ein bisschen was rein. Dann haben wir das da. So. Da. Also man sieht genau, das wird eine Türe. So erstmal, wie das dann genau oben drüber aussieht, weiß ich noch nicht. Hier ziehen wir mal noch eine Mauer drüber. Machen wir gleich schon so. Muss ich mal schauen, wie viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das reicht noch nicht ganz. Da müssen wir auch noch hier ein bisschen mit. So, oh, was haben wir denn hier? Boden wieder kleben. Also seine Planierung ist sehr, sehr schlecht, sehr, sehr schlecht. Und ist jetzt gerade aus dem Boden wieder erwachsen? Genau, und dann bauen wir direkt hier weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ungefähr so. Und man sieht auch schon, dass ich hier, ich hätte es natürlich einfach kopieren können, ne? Wäre es, glaube ich, sicherer, dass ich die richtige Breite, aber das sieht auch so ganz gut aus. Jedenfalls, dann können wir nämlich hier. Und wir haben bisher fast kein Aluminium verbraucht, obwohl wir schon zwei Wände reingebaut haben. So, jedenfalls, dann könnten wir. Machen wir einfach mal eine große Wand rein. Dann machen wir die noch ein wenig breiter. Das ist natürlich schön, wenn wir hier eine Treppe nach oben. Ja, dann könnte man hier eine Treppe nach oben bauen. Die Höhe vom Raum würde ja fast das hergeben. Das heißt, wir dehnen uns auch noch hier in die Richtung ein wenig aus. So, ein bisschen mitkommen. So. Ach, viel größer geht das gar nicht, oder wie? Aha. Interessant. So. Haben wir gleich wieder Bauplattform diesmal. Aber wie gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, einen dritten Aufbau dieser ganzen Sache. Mal schauen, Decoration Wood Leiter. Wir haben nichts anderes als nur. Haben wir jemanden hier? Roll. Muss ich mal kurz schauen. Ich kann mich erinnern, irgendeiner der Leute, die wir. Morik Call? Morik? Shop? Du hast allen möglichen Scheiß, aber nicht das, was wir brauchen. Frag mich gerade, wo sind denn eigentlich Lau? Lau ist auch okay. Always bring a light. Ja, bring mal Licht mit, das ist gut. Du hast, das haben wir schon, das Scanner. Du hast ein bisschen Glas dabei. Sulfate, Stahleisen, Stahlskript, Zinn. Und das Ding, das haben wir auch schon. Das müssten jetzt, müssen wir kurz auf der. Was ist denn heute los? Ich hatte mich irgendwann verschluckt und seitdem habe ich da echt immer das Zeug im Hals. Und ich muss, glaube ich, auch mal was essen, sehe ich gerade. Mal dieses Butcher Flachbrett Brot. Chen, What was is hast it? du dabei?
das lesen wir später mal. Du hast Scanner-Update, Stahlbow, den suche ich aber auch nicht. Stahlwaffen. Du hast auch noch die einfachen Sachen dabei, die ich noch nicht gesucht hätte. Wer ist das? Solomon. Ja. Für dich, glaube ich, was für dich tun kann? Nein, glaube ich nicht. Wenn ich noch wüsste, wer das war, den ich gerade suche. Phobie, kann man dich. So. Alright. Das habe ich mal mitgenommen. Was kann der? Nur Beast Defender. Naja, gut, das ist eigentlich nicht gerade das, was ich gewollt habe. Aber von mir aus. Na, dem, was will ich mit dem? Ist schon schön, da wo er vorher stand. Wen haben. Naja, ich bin auch ein Heinz. So, wo sind denn die jetzt alle hin? Das sind ein bisschen wenig Leute, oder? Stehen hier noch welche drin? Timotheus? Nee. Da steht noch die Vera und kommt nicht an ihr Bett. Du hast aber Iron Pen. Okay, Eisenhosen. Nett. Ansonsten hast du nicht viel. Da steht noch. Hier hinten stehen auch noch zwei. Die Agnes. Hallo Agnes Shop. Du hast Scuba-Maske für Männer und für Frauen. Das ist ganz toll, dass es unterschiedliche gibt. Weil ja die Geschichte, wie jeder weiß, Gesichter, wie jeder weiß, von Männern und Frauen vollkommen unterschiedlich aussehen. Ha! Woodstairs. Eins. Ironstairs. Eins. Ja. Und das Skript dazu. Wer hat das, bitteschön? Seven hat er Silber Armor. Lee? Nein. Lee hat auch nichts dabei. Nan. Shop. Du hast zwar auch ziemlich viel, aber auch nicht das, was ich gern hätte. Gut, dann schauen wir uns das ganz kurz an in der Breite. In der Breite würde das, wenn ich das hier noch eins nach rechts rutsche, eigentlich schön reinpassen. Das heißt, das Ding ist ziemlich genau so breit wie das, was ich da gerade habe. Sehr schön zu wissen. Gut, das ist 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir machen jetzt noch mindestens so viel hier rüber. Machen das hier mindestens so lang. Und außerdem werden wir mindestens bis in diese Höhe. Werden wir mindestens bis in diese Höhe. Glas reinmachen und Stahl. So. Jetzt möchte ich gar nicht wissen, wo ich gerade den Block gesetzt habe. Sieht irgendwie auch cooler jetzt hier hinten aus. Mal hinten schaut da zum Richtung und da kommt dann. Ja, ist ein bisschen diesig aus. Das haben sie, glaube ich, auch in der Grafik geändert. Ich kann mir da gerade nicht so helfen. So, eigentlich müsste uns jetzt auch gleich wieder das Glas ausgehen, wie ich die Sache kenne. Musik ist weg. Wo die Musik? Dann machen wir hier noch 3, 4, 5, 6. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Nee, sie fix.
1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann können wir natürlich auch. Müsste. Macht das Sinn, wenn es nicht ganz symmetrisch ist? Sieht das noch gut aus? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Höhe könnte passen. So, dann brauchen wir natürlich noch die Dinge. Jetzt wird die Musik alle und sie kommt nicht mehr. Ist das nicht schade? Jetzt geht das auch wieder los. Wahrscheinlich bald wieder Zeit für eine kurze Pause, bei der ich das Spiel neu starten kann. So. Wie gesagt, Musik ist auch schon wieder weg. So, machen wir natürlich nicht über die ganze Breite, das ist ja schon klar. Aber erstmal so grob. So ganz grobian tun wir das mal so, als würden wir es so machen wollen. Weil ich kann mir vorstellen, das würde so statisch einfach auch nicht funktionieren. So, jedenfalls machen wir da mal ungefähr hier. So. Genau, und dann würden wir, wenn wir das ganz krass sind, machen wir noch gerundete Ecken rein, aber müssen wir mal nicht. Jetzt könnten wir, die Frage ist, ziehen wir noch eine Runde oben drüber oder nicht? Das könnte man, wie gesagt, dann könnten wir jetzt einfach hier so zupf, schon eine Decke drauf machen. Hier schon Deckel drauf. Ja. So. Höhe passt wunderbar. Wäre hier die Wand. Hier wäre sie zu Ende. Machen wir hier. Also 1, 2, 3, 4. So ungefähr. Und jetzt haben wir natürlich noch zu wenig Treppen. Also genau genommen haben wir nur eine von den Treppen. Wie sieht eigentlich... Eisen sieht so aus, Sand sieht so. Holz. Dreck. Das Material kennen wir schon. Der würde so aussehen. Kupfer. Ah, so sieht Kupfer aus. Dann könnten wir natürlich kurzerhand das mal so hier machen. Und dann müssen wir natürlich dann wieder auf die Unterseite das Ganze wieder zusammenstücken. Na, schönen Dank auch. Aber vielleicht... Können wir das nochmal so machen? Und Menü Selection. Save. Es. Treppe Stufe. Kupfer.
Python. Und Building List. Ist nur die Frage, wie man das dahin bekommen, wo wir es hinhaben wollen. Weil offensichtlich habe ich da auch noch. Ne, habe ich nicht. Das kann man dann wieder nur von ran packen. Das hilft uns erstmal gar nicht. So, das heißt, wir müssen nochmal manuell ein Stück. Also erstmal können wir dich. Ja, löschen. Wir können hier nochmal ein Kupferstück. Hallo? Achso. Selection weg. Dranbauen und Selection tun wir, müssen wir mit vorderem Teil. Einmal so das obere mit. Und save als. Genau, Building List. Nicht ganz, wie ich mir vorgestellt habe. Gut. Dann werden wir das in der nächsten Folge uns mal genauer anschauen. Also, ich danke euch erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.